Strecke von gerade mal 80 Kilometern, wie Nürnberg-Bayreuth. Hin- und Rückflug verursachten Kosten von über 8.000 Euro. Nach internen Unterlagen zahlte der Klamme-Konzern insgesamt mehr als 4,6 Millionen Euro an die Firma von Middelhoffs Vermögensverwalter und dessen Geschäftspartner. Privat flog der Karstadt-Chef gerne nach Südfrankreich. In eine mondäne Villa. Die liegt auf den Hügeln oberhalb von Saint-Tropez. Auf einem mehr als 20.000 Quadratmeter großen Anwesen mit einem traumhaften Blick auf den Golf von Saint-Tropez. Die Eigentumsverhältnisse der Villa sind undurchsichtig. Aldea heißt nicht nur die Villa, sondern dies ist auch der Name der Firma, der das 3,5 Millionen Euro teure Kaufvertrag gehört. Doch wem gehört die Firma Aldea? Von der Côte d'Azur führt die Spur zurück nach Deutschland. Denn Gesellschafter der Firma Aldea ist ein Unternehmen in Oberdollendorf bei Königswinter. Es ist die Centurion Beteiligungsgesellschaft, die offiziell hier residiert, in einem unscheinbaren Wohnhaus. Dort ist niemand anzutreffen. Und der Telefonanschluss des Unternehmens gehört nicht zum hiesigen Ortsnetz, sondern führt nach Troisdorf bei Bonn. Und dort meldet sich unter der Firmennummer die Zentrale der Josef-Esch-Gruppe. Wir werden mit dem Prokuristen verbunden. Der bestätigt, gleichzeitig auch Geschäftsführer der Centurion-Beteiligungsgesellschaft zu sein. Doch der Mann will am Telefon keine Auskünfte erteilen und bittet um eine schriftliche Anfrage. Auf die Frage, was Herr Middelhoff denn mit der Centurion zu tun habe, weiß er keine Antwort. Auf unsere schriftliche Anfrage an die Adresse der Centurion erhalten wir keine Antwort. Der Brief kommt ungeöffnet zurück. Wem gehört denn nun die Villa in Saint-Tropez? Der Firma Centurion, deren Eigentümer auf dem Papier ein Prokurist der Firmengruppe von Josef Esch ist und die hier in Troisdorf residiert? Warum wurde eine derart undurchsichtige Konstruktion gewählt? Wir fragen schließlich den Mann, der die Luxusvilla nutzt. Diese Konstruktion, die wir gewählt haben, ist steuerlich geprüft. Ja, ist der Weg über die Centurion? Und rein vermögensrechtlich steht im Prinzip hinter der Centurion die Familie Middelhoff. Doch die Familie Middelhoff ist weder im französischen Grundbuch als Eigentümer eingetragen, noch offizieller Gesellschafter der Firma Centurion, der die Villa gehört. Klarer sind die Eigentumsverhältnisse bei einer luxuriösen Motorjacht, die Thomas Middelhoff zur Verfügung steht. Hier Amateuraufnahmen. Eigentümer der Medici sind Thomas Middelhoff, Josef Esch und zwei Gesellschafter des Bankhauses Oppenheim. Wie unabhängig kann ich als Aufsichtsrat bzw. Vorstandschef noch gegenüber Geschäftspartnern auftreten, wenn ich privat derart eng mit ihnen verwandelt bin? Sehen Sie mal, das ist, was Sie dort aufzählen, Eigentum von mir oder meiner Familie. Dies habe ich mir in über 30 Berufsjahren erarbeitet. Und weil ich wenig Zeit habe, mich um diese Dinge zu kümmern, habe ich eine Aufempfehlung von verschiedenen Banken und auch des Bankhaus Oppenheims einen Vermögensverwalter damit beauftragt. Und der Vermögensverwalter Josef Esch kümmerte sich nicht nur um den Karstadt-Chef, sondern machte dabei auch selbst gute Geschäfte. Mit Karstadt. Es ist ein Beziehungsgeflecht. Konnte Middelhoff als Vorstandsvorsitzender wirklich noch unabhängig und ausschließlich im Interesse von Karstadt entscheiden? Am 7. Dezember 2005 kündigte Thomas Middelhoff den Verkauf der verbliebenen 174 Karstadt.